Ja, liebe DrinnTV-Zuschauer, 20 Jahre Reggae Jam, Grund genug, darauf einen kleinen Rückblick zu machen. Wer ist dazu besser geeignet als Bernd Lagemann, der das seit 2000 alleine mit organisiert hier? Bernd, wie fällt denn dein Fazit 20 Jahre Reggae Jam aus? Ja, ich bin geflasht, was in 20 Jahren aus einer Bierlaune entstanden ist. Wir haben vor 20 Jahren angefangen, oder mein Freund Michael Schumacher hat angefangen und hatte die Idee, wir waren zusammen auf Jamaica, ein Live-Konzert zu machen. Und haben wir dann zwei Live-Bands gebucht und ich habe als Soundsystem aufgelegt. Das war der Anfang und so ging es dann weiter. Es wurden immer mehr Leute. Es fand damals statt in einem Schützenfestzelt in Talge bei Bersenbrück. Ja, und 99 mussten wir uns ein neues Gelände suchen, haben einen kurzen Abstecher in den ehemaligen Tierpark gemacht, in Talge auch. Von da aus sind wir dann 2000 nach Bersenbrück gegangen und hatten erstmalig auch größere Acts wie Gentlemen. Es war aber ein Industriegebiet und ein Industriegelände, das nicht so schön war. Und da habe ich mir dann halt überlegt, was kann ich machen? Wo wäre eine passende Location, um ein schönes Festival aufzuziehen? Und da habe ich dann halt diesen Platz im Auge gehabt. Stellte sich raus, dass es halt nicht ganz einfach war, an diesen Platz ranzukommen, weil er drei Institutionen gehörte. Also es gab den unteren Teil, der Stadt Bersenbrück gehört. Dann ein Teil gehört dem Landkreis Osnabrück, hier das Amtsgerichtsgelände, wo auch die Bühnen stehen. Und der Bereich dahinter, wo jetzt der FOH-Platz steht, der gehört dem Land Niedersachsen, also dem Amtsgericht. Und von allen dreien das Okay zu kriegen, um sowas aufzuziehen, war halt nicht einfach. Am Ende hat es geklappt und wir waren auch ganz froh darüber. Ja, und 2001 haben wir hier gestartet, 2002 war okay, ja, kamen ein paar mehr Leute, 2003 ja, kamen noch mehr Leute und der Regen hat uns überrascht und hat dann am Ende die ganze Grasnarbe kaputt gemacht und da war dann kurzfristig die Meinung, dass wir dieses Gelände nicht weiter nutzen können, weil es für die Menschenmengen nicht geeignet sei. Und zu dem Zeitpunkt ist dann die Stadt Bersenbrück eingesprungen, ist jetzt der quasi Pächter für dieses Gelände, für den Veranstaltungszeitraum. Und ich kooperiere halt mit der Stadt Bersenbrück. Heute zeigen wir halt, dass es mehr Leute fassen kann als damals. Und es ist halt irgendwie im Laufe der Zeit alles sehr professionell geworden. Ne? Mittlerweile haben wir irgendwo über 60 internationale Artists, ne? Hauptsächlich aus Jamaika. Naja, und mit 12.000 Besuchern sind wir irgendwo an unsere Grenzen gekommen und haben jetzt so die Kapazitäten tatsächlich auch erschöpft. Wir haben ja die Besucher mal gefragt, was sie hier so an dem Festival so fasziniert. Wir haben gesagt, zum einen natürlich die Künstler, aber auch diese Atmosphäre. Jetzt sagst du ja, die Künstler suchst du so raus, um für dich so ein kleines Mixtape zu erstellen. Wonach bist du denn in diesem Jahr gegangen? Also in diesem Jahr habe ich mir lange Wünsche erfüllt, also quasi mir Geburtstagsgeschenke gemacht. Dazu gehört einfach eine Gruppe aus Jamaika, die wir extra eingeflogen haben. Last, das sind vier Supersänger, die eigentlich alle eine Solo-Karriere machen, die sich aber vor 10 Jahren mal für ein Projekt zusammengeschlossen haben. Und die habe ich wieder zusammengeführt und für die eine Show jetzt hier in Bersenbrück eingeflogen. Fliegen auch am Dienstag wieder zurück nach Jamaika. Und das war so mein Geburtstagsgeschenk. Und ansonsten habe ich natürlich wieder Leute gesucht, die ich noch nie da hatte oder Leute, mit denen ich in den 20 Jahren gute Erfahrungen gemacht habe und einfach Musik, die ich liebe. So, Luciano ist jetzt zum 4. Mal da in meiner Laufzeit. Und das ist einfach ein toller Mensch. Dieser Mensch ist, ich habe ihn gerade vorne getroffen, er begrüßt erstmal alle Leute. Ne? Also der hat nichts mit Star-Allüren zu tun. Also als erstes wird die Küchencrew begrüßt, ja, bevor dann irgendwelche VIPs dann
an ihn ran können. Ne? Und so baue ich mir halt mein Programm zusammen. Also Menschen, die ich gerne habe, Musik, die ich gerne habe. Und das war halt in diesem Jahr auch so. Und ich habe einfach versucht, Newcomer-Artists, die gerade auf dem aufsteigenden Ast sind, zu buchen und alte Veteran-Artists, die noch nie in Deutschland oder Europa waren und naja, und halt Knaller-Sachen wie in diesem Jahr auch noch ein weiteres Geburtstagsgeschenk, Shaggy, ne, mit dem ich einen ganz guten Draht habe, der super nett ist und der einfach, ich glaube, das 20-Jährige gebührend abschließen kann heute Abend. Ja, ein Auftritt, auf den ich mich auch besonders freue. Man hat so den Eindruck, dass das so ein bisschen familiär ist. Also, dass die Stars wenig Allüren haben, dass das eher so eine große Reggae-Familie ist. Trifft der Eindruck zu? Ja, ganz klar, auf jeden Fall. Es kommen auch Artists, die jetzt nicht im Programm stehen, um Freunde und Kollegen zu treffen. Es ist jedes Jahr einfach ein riesen Familientreffen und alle freuen sich, hier zu sein. Ja, das ist schon eine schöne Geschichte. Jetzt ist ja der Reggae Jam hier in Bersenbrück ja, man kann fast sagen, schon so eine Kultveranstaltung. Also die Leute, die hier sind, die kommen auch regelmäßig wieder. Wir hatten welche, die haben gesagt, sie sind, seitdem sie 13 sind, jedes Jahr hier. Wo soll es denn noch hingehen mit dem Reggae Jam? Also wir können nicht wachsen, wollen wir auch nicht. Wir wollen dieses Gelände auch nicht verlassen. Solange wir die Genehmigung haben, hier was zu machen, finde ich, gibt es keinen schöneren Ort, um ein Festival zu veranstalten. Die Bestätigung kommt von den Besuchern, die Bestätigung kommt von den Artists und Musikern. Und ich glaube, wir sollten es in dem Rahmen weiterführen, gar nicht größenwahnsinnig werden und den Himmel versuchen zu fangen. Auf dem Level bleiben wir, versuchen natürlich weiterhin uns zu verbessern in allen möglichen Sachen, in organisatorischen Sachen. Aber am Ende soll die Größe nicht geändert werden. Also wir wollen jetzt nicht auf irgendeine flache Wiese gehen. Ne? Und es hat einfach die Vorteile hier in Bersenbrück, dass die Leute anreisen und brauchen jetzt nicht großartig ihr ganzes Equipment mitbringen, sondern man kann alles vor Ort kaufen. Es gibt viele Supermärkte, die das ganze Wochenende geöffnet haben. Und man kauft zu den gleichen Kosten wie zu Hause. Ein Kasten Bier, eine Dose Ravioli und Eierholzkohle. Ja, also von daher denke ich mal, ist das für die auch eine tolle Geschichte. Man kauft sich einfach, wenn was fehlt, in 5 Minuten Laufweg das, was man braucht. Ja, und ja, ich glaube, das spricht für sich, das hier in Bersenbrück. 2015, was kann man schon fast verraten, was da vielleicht kommen wird? Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Also ich bin natürlich mit Artists immer in Verhandlung. In diesem Jahr war natürlich ein besonders starker Andrang an Anfragen, die bei mir spielen wollten, um beim 20th Anniversary dabei zu sein. Ich musste natürlich einige vertrösten und aufs nächste Jahr. Also wird auf jeden Fall ein buntes Programm geben und ich höre halt jedes Jahr, das Line-Up ist das Beste in Europa und das kann man nicht mehr toppen. Wie willst du das im nächsten Jahr toppen? Und das höre ich halt im Folgejahr wieder und im Folgejahr wieder. Und so hat sich das immer gesteigert. Und ich glaube, dass wir, dadurch, dass ich relativ guten Draht zu den Artists habe und sich das auch durch die Empfehlungen und die Freude der Artists, die auf dem Festival spielen, potenziert, werden mir die Artists nicht ausgehen. Ich bin halt auch experimentierfreudig und buche halt Artists, junge Artists, wo ich glaube, dass die ganz groß werden. So habe ich zum Beispiel im letzten Jahr Chronix gehabt, der in diesem Jahr einfach durch die Decke gegangen ist. Ne? Und es war einfach ein Muss, ihn wieder da zu haben. Ne? Bernd, vielen Dank für das Gespräch. Dann schauen wir mal, was 2015 abgeht und welchen Newcomer wir dann sehen werden. Danke.